Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich bin aus Deutschland heute angereist. Es ist mein erstes Mal in der Schweiz und ich bin sehr stolz, dass ich dann ausgerechnet heute hier sein darf. Ich möchte Sie jetzt gerne einladen zu einer kleinen Podiumsdiskussion und möchte erstmal die Podiumsdiskussionsteilnehmer nach vorn bitten. Und wenn Sie Platz genommen haben, werde ich Sie dann auch vorstellen. Und zwar ist es eine Podiumsdiskussion zum Thema neue Technologien und die Zukunft der Rehabilitation, gesellschaftliche, technologische und finanzielle Aspekte. Jetzt werden Sie sich fragen, warum muss man denn darüber diskutieren, dass die robotischen Assistenzgeräte, die robotische Therapie, was Gutes ist, dass alle, die heute anwesend sind, nur das Beste wollen für Menschen, die durch einen Unfall oder durch einen Schlaganfall nicht mehr laufen können oder sich nicht mehr gut bewegen wollen. Das steht ja außer Frage. Darüber müssen wir ja überhaupt gar nicht diskutieren. Aber es gibt das ein oder andere Problem, das finanziell einfach zu bewältigen. Da gibt es noch ein paar Steine aus dem Weg zu räumen und vielleicht können wir ja heute den ein oder anderen Stein gemeinsam zumindest schon mal beiseite schieben, dass der Weg nicht mehr ganz voller Steine ist, sondern dass er schon zu bewältigen ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie hier sind. Ich möchte Sie erstmal der Reihe nach vorstellen. Aus dem Bereich der Wirtschaft haben wir Dr. Gary Colombo hier. Er ist der Geschäftsführer und einer der drei Gründer von Hocoma, die auch den Lokomat, den Armeo und all die anderen Geräte herstellen. Heutiger Gastgeber, herzlich willkommen, Herr Colombo. Sie sagen, jeder intensiv therapierte Patient kostet unser System langfristig weniger als die austherapierten Pflegefälle. Intensives Training mit neuen Technologien steigert signifikant die Lebensqualität von neurologischen Patienten und fördern den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Doch wann wird aus dem Goldstandard der Standard für alle Patienten? Die Frage werden wir heute hoffentlich beantworten können. Dann aus dem Bereich der Medizin haben wir Frau Dr. Dagmar Pauliban. Sie ist Chefärztin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Sie sagen, innovative Technologien in der Rehabilitation finden die optimale Umsetzung im Rahmen einer motivierenden Behandlung. Des Weiteren begrüße ich ganz herzlich, Sie haben ihn schon kennengelernt, Dr. Daniel Zutter, der Chefarzt der Reha-Klinik Zielschlacht. Entgegen der häufig geäußerten Meinung sind bei neurologischen Patienten auch noch Jahre nach dem akuten Ereignis große Fortschritte möglich, wenn die ambulante Behandlung intensiv erfolgt. Und da ist die Betonung auf intensiv. Wir haben eine Vertreterin einer Patientenorganisation bei uns, Elvira Pfann, Mitglied der Geschäftsleitung Fragil Swiss, einer Organisation, die Hilfe anbietet für Menschen mit Hirnverletzung und ihren Angehörigen. Sie sagt, jeder Gewinn an motorischer Autonomie von Menschen mit Hirnverletzung ist eine gute Investition. Kosten durch psychische und physische Folgeschäden werden eingedämmt. Ein größerer Pflegebedarf vermieden. Dann haben wir einen Patienten. Fritz Zürcher ist bei uns. Er ist nach einem Gleitschirmabsturz komplett querschnittsgelähmt, finanziert seine Therapie auf dem Lokomat selbst, wird seit 6 Jahren in der Reha-Klinik Zielschlacht behandelt und ist begeistert von der Lokomattherapie, weil sie ihm Lebensqualität zurückgibt. Er sagt, mein regelmäßiges neuromuskuläres Training mit dem Lokomat hat meine Mobilität, Vitalität und Leistungsfähigkeit stark verbessert. Wir haben einen Vertreter aus der Politik, aus der Gesundheitspolitik bei uns, Dr. Thomas Heiniger, Regierungsrat von der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich. Er meint, Innovationen brauchen Spielraum und ungehinderte Kreativität. Sind sie einmal gereift, müssen sie ihren Nutzen und Wert im engen Praxisbezug beweisen. Und last but not least, auch ein wichtiger Mann heute Abend, ein Vertreter einer Krankenversicherung, Daniel Schmutz, Geschäftsführer der Helsana-Gruppe. Er sagt, damit wir als Gesellschaft das volle Potenzial der neuen Technologien nutzen können, müssen diese nicht nur die Behandlungsqualität, sondern auch die Effizienz verbessern. Wir wollen uns erstmal ein genaues Bild darüber verschaffen, worüber wir hier reden. Ich möchte aber von Ihnen, Herrn Colombo, einmal wissen, ich meine, Sie sind ja einer der Pioniere in der Rehabilitation mit Advanced Technologies. Mit Ihren Geräten können Menschen wieder laufen, lernen. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie die Geräte entwickelt haben? Ja, es kam dazu, indem ich 10 Jahre selber in der Forschung gearbeitet habe, im Paraplegezentrum der Uniklinik Balgrist. Und ich habe ja bereits erwähnt, dass sich, oder wir haben es auch von Herrn Dr. Zutter gehört, dass sich da das Wissen stark gewandelt hat, dass man dann in den 90er Jahren herausgefunden hat, dass man eben mit intensiver Therapie sehr viel erreichen kann. Damals wurde intensive Therapie noch manuell gemacht. 2 Physiotherapeuten haben die Beine geführt der Patienten. Und ich habe einen Ingenieurhintergrund und deshalb habe ich dann gedacht, es kann ja nicht sein, dass der limitierende Faktor der Therapeut ist. Der limitierende Faktor sollte der Patient sein. Deshalb haben wir dann dort in der
Uniklinik Baldris diesen Lokomaten als Forschungsprojekt entwickelt und dann eben auch daraus eine Firma gegründet, die Hoco. Mhm. Herr Zürcher, Sie hatten einen Unfall mit dem Gleitschirm. Sie haben eine inkomplette Querschnittslähmung und Sie trainieren regelmäßig mit dem Lokomat. Wie oft trainieren Sie? Zweimal in der Woche gehe ich zum Training während einer knappen Stunde. Und dadurch erlebe ich eigentlich zuerst einmal, dass ich aufrecht stehen kann, was natürlich im Rollstuhl sonst nicht möglich ist. Dadurch nehme ich mehr wahr, was durch die Bewegung dann aktiviert wird. Ich spüre, dass ich mit dem Rest der Verfügbarkeit, der Zugänglichkeit, dass ich etwas auslösen kann, dass ich bewegen kann, dass ich auch Wege gehen kann, die nicht eben sind. Und ich spüre auch, dass die Zirkulation aktiviert wird. Es werden in den Bereichen, wo die Lähmung vorhanden ist, wird auch die Sensorik wahrnehmbarer. Und ich kann auch meine Leistungsfähigkeit überprüfen. Mhm. Jedes Mal, wenn ich in diesem Roboter bin, spüre ich, wie gut es mir geht, was ich leisten kann und wie weit ich da eigentlich an die Grenze gehen kann. Und das ist eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Aber Sie finanzieren diese Therapie selbst. Ihre Krankenkasse hat die Kostenübernahme abgelehnt? Ja, ich habe verschiedene Versuche gemacht. Ich war ursprünglich in der Erstreha und habe dort schon mich darum bemüht, dass ich in dieser Institution, wo auch ein Lokomat vorhanden war und ich den jedes Mal in der Physio angeschaut habe und habe gedacht, das wäre gut für mich. Leider war das nicht möglich, hatte keine Zulassung zu diesem Gerät. Mhm. Und nachdem ich dann über den Umweg von Physiotherapie eigentlich nicht genügend Fortschritte gespürt habe, habe ich mich dann in der Umgebung erkundigt, ob ich nicht doch irgendwo zu einem Lokomat finde und kam dann eigentlich auf das Angebot von Zielschlacht und konnte dort eigentlich die ambulante Therapie dann beginnen. Und das ist jetzt 6 Jahre her und mache das regelmäßig. Mhm. Und ich profitiere eigentlich jedes Mal. Mhm. Herr Dr. Zutter, im besten Fall können Menschen durch ein intensives Training, unter anderem mit dem Lokomat, auch wieder laufen. Und das, was Sie auch gerade erzählt haben, das erzählt auch Samuel Koch. Sie erinnern sich bestimmt an den schweren Unfall in der ZDF-Sendung Wetten, dass. Samuel Koch ist inzwischen als Schauspieler in Darmstadt am Theater. Und seine Ärzte hatten ihm auch gesagt, er ist inkompletter Tetraplegiker, aber seine Ärzte hatten gesagt, also der Lokomat bringt bei ihm gar nichts. 5 Jahre lang haben die ihm das gesagt. Und er finanziert jetzt auch selbst diese Therapie. Und er hat auch erzählt, er spürt, wie sein linkes Bein wieder aufgesetzt wird. Er spürt, wie er tiefer atmen kann. Das macht auch seine Stimme wieder stärker, was für ihn als Schauspieler natürlich wesentlich ist. Seine Verdauung hat sich verbessert. Warum bringt denn auch das Training mit robotischen Assistenzgeräten etwas bei wirklich schwerst Betroffenen oder sogar komplett Querschnittsgelähmten etwas? Ich glaube, die Intensität ist einfach sehr entscheidend. Mhm. Also wenn man eben zum Beispiel ein Gangtraining auf einem Laufband macht, wie jetzt das der Geri Colombo beschrieben hat, dann kann man vielleicht in einer halben Stunde 50 Schritte gehen. Wenn man mit dem Lokomat in der gleichen Zeit arbeitet, kann man 500 Schritte gehen. Und das macht eben der Unterschied. Mhm. Aber ich würde es einfach auch nicht auf der anderen Seite überbewerten, oder? Ich meine, es gibt immer wieder diese Beispiele von Patienten, die mit großer Willenskraft es sehr weit gebracht haben, aber es gibt auch viele Patienten, die haben vielleicht sogar aufgrund der Hirnschädigung eben diese Willenskraft gerade nicht. Aber allgemein denke ich, man sollte einfach mehr auf die Patienten hören, oder? Ob sie das Gefühl haben, es tut ihnen gut. Und man kann nicht alles so ganz präzise immer messen. Mhm. Gut, Ihnen tut es offensichtlich gut, Herr Zürcher. Wie hat denn diese robotische Therapie Ihr Leben verändert? Ja, es hat zuerst einmal die Beweglichkeit, Mobilität verbessert. Es hat konkret die Möglichkeiten, zum Beispiel im Schlaf, dass ich eigentlich auf allen Seiten im Bett liegen kann, ermöglicht. Und es hat auch meine Ausdauer verbessert. Ich kann einen Tag eigentlich im Rollstuhl verbringen und arbeiten, ohne dass ich da eigentlich darunter leide und so viel pausieren muss.
und ich kann mich frei bewegen, ich nutze viel die öffentlichen Verkehrsmittel, ich bewege mich oft damit und das ist für mich eigentlich, abgesehen von den Hindernissen, die zum Teil noch vorhanden sind, aber ist das eigentlich sehr nützlich und hilfreich. Und was natürlich ganz wichtig ist, es ist eben nicht nur der Teil, der von außen sichtbar gelähmt ist, sondern es sind auch die inneren Organe, die profitieren. Also das Ganze, die Funktion von Verdauungssystem, Darm und Niere, Blase, das hat wesentlich sich verbessert. In Verbindung, das muss ich vielleicht hier schon auch erwähnen, in Verbindung mit einer Aufmerksamkeit für eine gesunde Ernährung, sind da eigentlich sehr viele Fortschritte möglich. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass das Training an sich allein zielführend ist, es muss auch eingebettet sein in einen, auch die Lebensgrundlage muss entsprechend auch noch etwas optimiert werden. Sie haben ein Stück Unabhängigkeit einfach wieder zurück und ein ganz großes Stück Selbstständigkeit. Und darum geht es ja, dass die Patienten durch so eine Art von Therapie dann einfach wieder selbstständiger sind und im besten Fall dann auch selbst wieder arbeiten können. Es gibt in Europa eine wirklich vorbildliche Akutversorgung. Man hat aber den Eindruck, dass es vielen Verantwortlichen so ein bisschen, ich sag mal, einfacher erscheint, den Patienten auf den Rollstuhl vorzubereiten. Und es heißt ja ganz oft, das haben Sie vorhin ja auch gesagt, der ist austherapiert. Aber im Grunde genommen wird ein Patient ja mehr oder weniger aufs Abstellgleis dadurch gestellt. Meinen Sie, dass wir zu früh die Pflege als Ziel haben, anstelle der Reintegration, Herr Zutter? Ja, also das scheint mir eindeutig so, wobei es gibt jetzt sicher eine Wandlung und das ist, ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch etwas, was ich selber auch gelernt habe jetzt in meiner Tätigkeit als Neurorehabilitationsarzt, weil mir eben viele Patienten das vorgemacht haben, wo ich selber, vielleicht war ich auch in gewissen Fällen so ein Arzt, der gesagt hat, ja, also jetzt langsam abfinden und so, aber es gibt halt immer wieder Patienten, die setzen ihren Kopf durch und die üben intensiv. Und dann bin ich dann selber wieder erstaunt gewesen nach einem halben Jahr, was die für Fortschritte gemacht haben. Oder? Ist die moderne Therapie eine Konkurrenz zur klassischen Therapie? Nein, es ist sicher, es ist eine Ergänzung. Es ist eine Ergänzung. Aber ich glaube, man sollte sie noch weiter ausweiten. Vielleicht würde der Herr Zürcher, wenn er könnte und dürfte, würde vielleicht jeden Tag eine Stunde auf dem Lokomat therapieren. Wer weiß, wie er sich dann noch besser fühlen würde. Aber das müsste er eben selber entscheiden können, wie viel er therapieren möchte und wie viel nicht. Also ich würde sogar behaupten, das sind nicht Ergänzungen, sondern das sind Notwendigkeiten, weil man findet gute Therapeuten ja nicht. Und der Therapeut ist am Schluss das Teure. Ich meine, wir sprechen ja jetzt auch viel vom Lokomat. Es gibt ja noch ganz andere Technologien. Nicht jede Technologie ist auch so teuer wie ein Lokomat. Und ich glaube, wenn man eben das ganze System ändert, der Herr Heiniger hat es ja im Zitat mindestens schon mal gesagt, man muss eben auch die Effizienz steigern des gesamten Rehabilitationsapparates, weil es geht ja auch nicht nur darum, in Zielschlacht im stationären Bereich. Wir haben es ja gelernt jetzt auch von all diesen Patienten, das hört nicht auf nach 3 oder 4 Monaten im stationären, das muss ambulant und auch zu Hause weitergeführt werden. Und ich glaube, da werden wir langfristig, auch wenn man das demografische Problem anschaut, dann werden wir das nicht mit Therapeuten lösen können. Sondern die Technologie ist nicht nur eine Ergänzung, sondern eine Notwendigkeit, wenn wir langfristig all diese Patienten optimal therapieren wollen. Das Aber viele Therapeuten haben sicherlich auch die Angst, dass sie durch die Roboter ersetzt werden. Ja, das wird nicht geschehen, weil es braucht den Therapeuten, der fachgerecht den Patienten auch instruiert, der die Geräte auch einstellt. Wie gesagt, es geht nicht darum, den Therapeuten zu ersetzen. Es geht darum, den Therapeuten Geräte in die Hand zu geben, damit er intensiver therapieren kann. Dass nicht nach einer halben Stunde fertig ist, weil er nicht mehr kann, sondern weil das Gerät die schwere Arbeit übernimmt. Übrigens retten wir damit auch verschiedene Therapeuten, weil ich habe selber häufig Rückenschmerzen gehabt, wenn ich selber so ein manuelles Training durchgeführt habe. Also Sie als Therapeut damals noch? Ja, als Forscher habe ich selber auch die Therapie mitgemacht. Ja. Ich war ja nicht Therapeut, die mussten noch mehr ran als ich. Aber Sie haben an Patienten gearbeitet. Aber ich habe selber auch an Patienten gearbeitet und wirklich auch selber ab und zu Rückenschmerzen gehabt. Also wie gesagt, ich denke, es ist eine Notwendigkeit, wenn wir das Potenzial der Patienten wirklich ausschöpfen möchten. Ja. Und dann muss man eben die ganze Rehabilitation stationär, ambulant und zu Hause
optimal ergänzen. Der Terabyte ist ganz, ganz wichtig und zentral. Also den möchten wir überhaupt nicht ersetzen, aber wir möchten ihm Instrumente in die Hand geben, dass er viel effizienter arbeiten kann. Frau Pauli, ich würde da gerne noch was ergänzen. Nochmal aus motivationspsychologischer Sicht ist es ja, also da, so das Thema Hoffnung ist ganz wichtig, finde ich, in der Rehabilitation. Und wenn wir da diesen allerersten Film gesehen haben, wie die Patientin an der Wand sich stützt und die andere, die Therapeutin stützte sie so, da hat man gesehen, die war ja so beschäftigt eigentlich mit dem Manuellen, dass sie, dass dann irgendwie gar keine Ressourcen und keine Zeit bleibt, auch noch als mentaler Coach, sage ich mal, wo ich nämlich auch noch den Sinn der Therapeuten sehe und darum kann man die auch nicht ersetzen, weil solange die Ärzte und die Therapeuten Hoffnung haben und das den Patienten vermitteln können, glaube ich, geht da auch was. Und das geht wahrscheinlich besser, wenn die, also im Zusammenspiel zwischen menschlicher Unterstützung mit technischer Unterstützung, weil man dann eigentlich sich besser auf diese Aufgabe auch vom, nicht nur das Instruieren, wie die Maschine funktioniert, auch das mentale Coaching, die mentale Unterstützung, zusätzlich motivierende Behandlung sozusagen da, sich auf das auch noch fokussieren kann. Das heißt, die Rolle des Therapeuten ändert sich im Grunde genommen. Man wird vom Therapeuten, der ja trotzdem auch in anderen Bereichen bleibt, aber in dem Fall zum Coach. Also nicht nur, es wird sicher auch ein technischer, also es ist ja auch eine technische Instruktion notwendig, wie gesagt, oder die Maschinen zu erklären und so weiter zu bedienen. Aber ich denke, das könnte ein wichtiger Aspekt sein. Das haben Physiotherapeuten immer schon gemacht. Also denke ich, diese Funktion vom mentalen Begleiten. Sie sagen ja, wenn die selbst so angestrengt dabei sind, können sie das gar nicht mehr. Können sie vielleicht weniger dafür aufwenden. Ne? Welche Rolle spielt denn generell die Motivation auch in diesem ganzen Heilungsprozess? Ich glaube ganz viel. Ich fand das jetzt noch ganz eindrücklich zu sehen. Die Menschen, die wir jetzt gesehen haben, hier, die zu Gast sind und in den Filmen, sind ja alles intrinsisch ganz hoch motivierte Patienten, aber es sind ja nicht alle so. Also ich finde, der Herr Dietz hat das ja auch ganz toll geschildert, wie er am Anfang eben diesen Mut nicht hatte. Er hatte aber eine Familie und hatte, glaube ich, auch schon ganz viele innere Qualitäten vorher, die ihm das ermöglicht haben. Aber andere Menschen vielleicht haben nicht so diese intrinsische Zielstrebigkeit von Anfang an. Und dann, glaube ich, ist es schon ganz wichtig, dass da eine gute Begleitung ist, um diesen auch zu ermöglichen, Hoffnung zu sehen. Und da denke ich, so im Lokomat wieder mal stehen zu können und das zu spüren, gewisse Dinge zu spüren, gibt auch Hoffnung. Und da kann wieder was vorwärts gehen. Das heißt, wenn die Motivation beim Patienten nicht da ist, dann kann auch das beste robotische Assistenzgerät nichts ausrichten. Das ist so eine Kombination aus beiden. Aber es ist etwas Wechselseitiges, würde ich meinen. Es ist so, dass eben die Stärke von einer Robotik, wie jetzt der Lokomat bietet, ist eigentlich das Neurofeedback. Also ich bekomme etwas über den Bildschirm zu mir, das ich dann transportieren muss in meinem Körper, wo eben auch gewisse Grenzen dann sind. Und ich kann damit eigentlich die Motivation gewinnen, dass ich plötzlich diesen Zugang wieder finde. Dieser Zugang, der eigentlich natürlicherweise oder normalerweise vorhanden ist beim Fußgänger, den muss ich immer wieder trainieren. Und das ist eigentlich die Stärke, dieses neuromuskuläre, die Kombination. Weil viele vorgängige Therapien, die hatten viel mehr das Augenmerk auf die Physiologie, also, oder auf die eigentlich muskulären Elemente. Und die Kombination, das ist eine besondere Qualität von diesen Geräten, die auch motivierend wirkt und die eben auch Möglichkeiten eröffnet, wie ich jetzt selber erlebt habe in den Jahren. Ich möchte Herrn Krahl noch mal ganz kurz begrüßen. Sie sind gemeinsam mit Ihrer Lebenspartnerin Leiter des Ambulantikums in Herdecke. Man muss dazu sagen, Sie hatten zwei Schlaganfälle und die Ärzte hatten Sie eigentlich abgeschrieben. Und Sie haben, wenn ich das mal so salopp sagen darf, 2 Jahre im Grunde genommen rumgelegen, waren auch kognitiv nicht wirklich da und dank des Einsatzes ihrer Lebensgefährtin, die wirklich gekämpft hat wie ein Tiger und die sie auch zu den robotischen Assistenzgeräten gebracht hat, sind sie heute hier, leiten das Ambulantikum und helfen anderen, die nicht mehr laufen konnten und als austherapiert galten, jetzt selbst wieder laufen zu lernen. Was war das für ein Gefühl für Sie, als Sie das erste Mal aufrecht standen im Lokomat und gesehen haben, wie ihre Beine sich bewegt haben nach 2 Jahren. Das war ein von Tränen begleitetes Gefühl. Von Tränen begleitetes Gefühl, das kann ich mir vorstellen. Ich war so stolz auf mich.
was an mir runterschaute und dachte, ach, da schau her, das sind deine Beine, die da laufen. Mhm. Was alle gesagt haben, trifft nicht so zu. Dann kommt so ein bisschen die Bockigkeit. Und ja. Dann sag mal, gerade jetzt werde ich es machen. Ja. Das war ein Gefühl der großen Freude, der Motivation und des Antriebes. Mhm. Was hat das für Ihre Psyche bedeutet? Das hat mich in dem Moment, wo ich mir immer wieder die Frage stellte, wer bin ich noch, was ist von mir geblieben, mir ziemlich Auftrieb gegeben. Ich war zurück da, mir zu sagen, ich bin immer noch ich. Mhm. Ich habe eine ganz großartige Zukunft vor mir. Mhm. Die Vergangenheit, die werde ich jetzt langsam abhaken. Ich schaue nicht zurück und frage nicht, warum, sondern gemeinsam mit meiner Frau habe ich mir gefragt, wozu. Mhm. Und dass Sie diese großartige Zukunft in der Tat vor sich hatten, das sehen wir jetzt. Sie sind Leiter des Ambulantikums gemeinsam mit Ihrer Frau. Und nachher können Sie die beiden auch gern ansprechen und mit Ihre Fragen stellen. Sie stehen, glaube ich, gerne Rede und Antwort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute beide bei uns sind. Frau Pfann von der Patientenorganisation Fragil Suisse, Sie betreuen ja Menschen mit Hirnverletzungen und die Angehörigen, die ja oft wirklich ganz von vorn anfangen müssen. Die müssen lernen, wieder zu essen, zu greifen, zu laufen. Wie beschwerlich ist dieser Weg, dahin wieder ein Stück Selbstständigkeit zurückzuholen, wenn man keine robotische Unterstützung hat oder durch robotische Assistenzgeräte? Ich denke, es ist mit oder ohne Roboter sehr, sehr beschwerlich. Also man ist im Erwachsenenalter und von einem Tag zum anderen ist man dermaßen hilflos und muss alles wieder lernen, zum Teil auch sprechen. Wir haben erlebt, also wir kommen eigentlich nach der Reha, wir sind dann die Patientenunterstützer, wenn die Leute wieder nach Hause kommen und dann eigentlich nicht mehr automatisch jemand da ist, der hilft, da sind wir Ansprechpersonen. Und ich erlebe auch einen Mitarbeiter von mir, der Jahre nach dem Vorfall noch Fortschritte macht, der war Aphasiker und heute tritt er als Co-Referent auf und erzählt von seinem Erleben, wenn wir Fachpersonen schulen zum Beispiel. Er hat Riesenschritte gemacht, noch Jahre danach. Der Automatisation, ich sehe da aber doch ein Riesenpotenzial, wenn das in der Reha-Phase angewendet wird, um das Entwicklungspotenzial auszuschöpfen. Und das hat ganz viel, haben wir jetzt gehört, mit Motivation zu tun, wenn die Leute wollen, dass sie dürfen und dass sie diese Intensität, Frequenz und Dauer möglichst selber bestimmen können, wie wir. Alle erinnern sich an die Schulzeit, was man gern gemacht hat, das ging leichter von der Hand. Und was man dann richtig gebüffelt hat, das konnte man nachher auch gut. Mhm. Also ich sehe da sehr viele Prozesse, Parallelen zum Lernen, wie wir es alle kennen. Und da möchte ich nochmal unterstreichen, diese virtuelle Bildgebung, dass die Situation visualisiert, ist enorm hilfreich, dass das Hirn diese Neuroplastizität nutzen kann und dann auch wieder in Bewegung umsetzen. Es ist das intensive Training, die vielen Wiederholungen, die dazu führen, dass das Gehirn einfach auch wieder lernt, diese Bewegungsabläufe auszuführen. Das Problem ist nur, dass es oftmals halt eben nicht von den Krankenkassen bezahlt wird und viele Patienten sich das schlicht und ergreifend nicht leisten können, diese Therapiestunden dann selbst zu finanzieren. Also entweder hast du eine reiche Familie, die bezahlen dir das. Es gab zum Beispiel in Deutschland einen Fall, auch bei Ihnen am Ambulantikum, eine junge Frau, die auch als austherapiert galt, die Gott sei Dank eine Familie hatte, die Geld hatte. Die haben die Therapie selbst bezahlt und sie konnte nach 3 Jahren ihre Tochter allein in den Kindergarten bringen. Die führt wieder ein komplett selbstständiges Leben. Da war es Gott sei Dank so, dass die Krankenkasse im Nachhinein die Kosten übernommen hat, weil sie ja bewiesen hat, dass das Gutachten im Grunde genommen falsch war. Was bedeutet das denn, Frau Pfann, für Patienten und die Angehörigen, wenn ihnen die Kostenübernahme verweigert wird? Es ist enorm belastend, denke ich, wenn man weiß, es gibt eine Möglichkeit und mir steht sie nicht zur Verfügung, wenn eigentlich die Motivation da wäre. Ja. Herr Zutter, es gibt viele Reha-Kliniken, aber in vielen Reha-Kliniken wird eben noch nicht mit dieser, mit diesen robotischen Assistenzgeräten gearbeitet, obwohl dadurch, wir haben es ja gerade gehört, es werden ja keine Therapeuten ersetzt, obwohl dadurch mehr Patienten behandelt werden könnten und das ja im Grunde genommen auch wirtschaftlich interessant wäre für diese Kliniken. Was meinen Sie, wovor haben die Angst?
Ja, gut, ich glaube, es ist etwas historisch gewachsen, aber es hat sich auch etwas geändert. Also heute gibt es, glaube ich, kaum eine Neurorehabilitationsklinik, die etwas auf sich hält, die nicht zumindest einen Seiteneingang in die Robotik genommen hat. Aber es ist etwas historisch, weil früher war die Rehabilitation, das waren vor allem Physiotherapie-Schulen, die fast religiös zelebriert wurden, die Bobat, Kabat und so weiter. Und es hat sich einfach geändert, oder? Und es geht jetzt einfach darum, dass man die neuen Chancen wahrnimmt. Und ich persönlich, ich finde es auch nicht richtig, wenn man, ich empfinde es so, dass man dem Patienten etwas vorenthält. Für mich ist klar, wenn man die Chance der Robotik und auch sonst der Technologie wäre, dass man eben kostengünstige, hochfrequente Therapie anbietet. Und da sind wir eben auch selber etwas gefragt, dass wir das entwickeln. Eben zum Beispiel, ist es möglich, ein Therapeut, der 3 Patienten auf einem Lokomat therapiert? Und solche Modelle müssen wir entwickeln, sonst funktioniert das, kann es nicht funktionieren. Also ich glaube, man muss schon beide Seiten sehen. Sagen Sie, ist moderne Rehabilitation bezahlbar? Ja, ich glaube, eben wenn man solche Modelle entwickelt und wenn man eben die Gesamtkosten sieht und auch bereit ist, das zu monitorisieren und die Fortschritte zu messen, dann glaube ich, dass sich das lohnt. Oder? Ich meine, jetzt muss ich auch vorstellen, ein Patient, der 40 ist, 45, oder, wird aus dem Leben gerissen, sage ich jetzt mal, oder kann vielleicht auch nicht mehr berufstätig sein oder teilweise. Ich meine, was ist dann die Lebensaufgabe? Die Lebensaufgabe ist vielleicht eben dann, dass man an seinen Fortschritten arbeiten kann, oder wie der Herr Dietz das gezeigt hat, man kann es bis zum Olympiasieger bringen. Und ich finde das auch irgendwie unethisch, wenn man dem Patienten das vorenthält und sagt, ja komm, jetzt hast du halt Pech gehabt, hast einen Schlaganfall, ja, gehst du noch eine halbe Stunde Physiotherapie machen pro Woche und dann, ja, schau mal, was du sonst machst in der restlichen Zeit, oder? Das finde ich, das geht heute nicht. Also am Schluss geht es ja nicht nur darum, dass eine Klinik jetzt einen Roboter hat oder nicht. Das ist ja nicht, was den Unterschied machen wird, sondern wir müssen an der Intensität arbeiten. Gewisse brauchen Roboter, andere nicht. Aber ich glaube, was der Herr Zutta auch gezeigt hat mit der Milchbüchleinrechnung, das ist ja auch relevant. Das ist heute immer noch so, auch das historisch gewachsen, dass eine Rehabilitationsklinik nicht finanziert wird, gemessen am Outcome von Patienten, sondern sie wird finanziert in Tagespauschalen. Und ich glaube, da braucht es auch eine Incentivierung, dass eben auch die Steigerung der Lebensqualität etwas wert ist und nicht einfach nur das Abhaken eines Therapietages. Also ich glaube, und wie der Herr Zutter richtig gesagt hat, ist ja nicht so, dass nichts gegangen ist. Ich meine, die Qualität ist heute viel besser. Es ist auch ja schön, dass heute das kein Tabu mehr ist. Früher hieß es dann, wenn irgendein Patient mal komplett geschrien wurde und dann plötzlich läuft, dann war man immer sehr skeptisch. Es ist auch schön, dass man heute wissenschaftlich weiß, warum das passiert und dass es immer mehr solche Beispiele gibt. Aber es ist eben wichtig, dass sich das ganze System auch ändert. Also es ist nicht getan mit, eine Klinik kauft einen Roboter und dann ist die Welt gerettet, sondern es geht darum, dass sich das ganze System ändern muss. Man muss intensiver arbeiten, da muss auch die Incentivierung natürlich sein, dass die Klinik für Outcome bezahlt wird und nicht für Tagespauschalen. Und dann braucht es aber, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, nachher eben auch eine Fortführung im ambulanten Bereich und im Heimbereich, weil der Reha-Klinik Zielschlag macht sicher einen super Job, aber es muss auch nachher weitergehen. Das haben wir auch gesehen in den Beispielen. Also ich glaube, die Lösung ist nicht einfach nur ein Lokomat in die Klinik und dann kommt es gut. Das ist ja auch ganz wichtig. Herr Kolomo sagt gerade, das System muss sich ändern. Und da kommen Sie jetzt ins Spiel, meine Herren, von der Krankenkasse und von der Politik. Herr Schmutz, Sie sagen ja selbst, Sie sind beeindruckt von den Chancen der neuen Technologie, also von der Medizin im Allgemeinen und von der Rehabilitation im Speziellen. Warum sind die Krankenkassen so zurückhaltend in der Finanzierung dieser Reha-Maßnahmen? Ja, wissen Sie, ich bin ja eigentlich, ich habe mich jetzt die ganze Zeit auch gefragt, warum Sie mich denn eingeladen haben, weil die ganzen relevanten Punkte schon genannt wurden. Nein, ich meine, ich bin selten an solchen Symposien, wo, ich sage jetzt mal, schon von ärztlicher Seite gesagt wird, der Patient muss im Zentrum stehen, das höre ich sonst relativ selten. Und zweitens, wo die Ärzte selber die ökonomischen Gesichtspunkte aufbringen. Und ich glaube, das ist ja nur schon mal, dass man sich dessen bewusst ist, ist schon mal der erste Therapieschritt. Natürlich ist es einfach wirklich dann auf der anderen Seite so, wenn man in allen Teilbereichen der Medizin auf das heute technisch maximal Mögliche geht, dann werden wir uns das einfach nicht mehr leisten können. Das ist so.
Also wenn ich an Onkologiekongressen bin und über Mittel spreche, der personalisierte Medizin, wenn wir das überall einsetzen, bei all den Patienten, wo das Sinn machen würde, dann werden wir das einfach nicht mehr bezahlen können. Das ist so. Und das ist schon, glaube ich, die Herausforderung, dass eben am Schluss nicht die ökonomische Leistungsfähigkeit letztlich den Zugang entscheidet. Da bin ich voll bei dir, weil das ist ja wie in einer reichen Gesellschaft ein bisschen auch eine zivilisatorische Aufgabe, dass wir diese Errungenschaften den Menschen zuhalten können, die eben am meisten davon profitieren, vielleicht in diesem Fall auch am meisten motiviert sind, und dass wir eben trotzdem irgendwo eine aktive Diskussion führen, wo wollen wir im Gesundheitssystem investieren und wo nicht. Und da haben wir, glaube ich, die größten Hürden. Aus einer Einzelperspektive Neuroreha finden wir uns hier sehr schnell. Aber wenn es dann heißt, ja, wollen wir deshalb irgendein neues Krebsmittel, wo vielleicht die Therapiekosten 50.000 Franken sind für eine Lebensverlängerung von 12 Wochen, wären wir uns hier in diesem Raum sehr schnell einig, dass vermutlich das hier eine bessere Investition ist als das andere. Und trotzdem ist es ja im Gesundheitswesen immer so, dass immer die neuen Dinge halt leider on top kommen. Da bin ich dann bei der Milchbüchleinrechnung ein bisschen zurückhaltender, weil diese Spitalkosten, wenn man die Leute früher holt, die verschwinden ja nicht. Das Bett ist ja gleich im Spital. Die Leute sind trotzdem im Spital angestellt. Das Spital steht trotzdem. Also auf einer gesamtwirtschaftlichen Sicht macht leider führen die Mechanismen im Gesundheitswesen oft dazu, dass etwas Neues einfach on top kommt. Aber Sie sprechen gerade die gesamtwirtschaftliche Sicht an. Wenn Sie wissen, ich meine, die Krankenkassen wollen ja auch Geld sparen, ja? Wenn Sie wissen, Sie haben einen Schlaganfallpatient, ich sag mal, wenn der mit 30 einen Schlaganfall kriegt und lebt im besten Fall vielleicht noch 30 Jahre, kommen immense Kosten auf Sie zu als Krankenkasse, wenn der im Pflegefall bleibt. Wenn Sie aber investieren in Reha-Maßnahmen und er dann vielleicht im besten Fall wieder ins Berufsleben sogar einsteigen kann, wird Sie das auf lange Sicht über die Jahre ja weniger kosten. Also was konkret brauchen die Krankenkassen, um zu sagen, alles klar, wir sind bereit für diese Maßnahmen die Kosten zu übernehmen. Was konkret brauchen die Krankenkassen? Also ich glaube schon, das hat Herr Sutter auch sehr schön gezeigt, ich glaube, da gibt es ja schon die Frage, wie wird das denn finanziert? Und ich glaube, irgendwo hinzugehen, wo man sagt, man finanziert nicht einfach ex ante all die Investitionen und dann rechnet man das ab über Tagespauschalen, sondern wo man das Geld, sage ich jetzt mal, oder die Finanzierung stärker an den Nutzen knüpft. Da gibt es Überlegungen, erste Überlegungen. Ich glaube, solchen Experimenten ist man zum guten Glück in der Schweiz ja nicht verschlossen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu tun, zum Beispiel im Rahmen von Managed-Care-Verträgen oder auch im Rahmen von Einzelvereinbarungen. Aber ich glaube, das muss man dann schon irgendwie auch dann das Commitment letztlich einholen können, sodass man sagt, ja gut, dann, wenn man so einen Fall hat, ist das dann eben auch gesamtwirtschaftlich besser. Ganz abgesehen davon, dass natürlich die Kosten, das ist der zweite Punkt, und das ist dann vielleicht auch das Thema aus der Politik, dass natürlich die Kosten, die eingespart werden, gesamtwirtschaftlich woanders anfallen. Der Mensch, der dann vielleicht in der Pflege ist, da bezahlen wir nur noch einen kleinen Teil in der Pflege. Weil die Rentenkasse das dann übernimmt. Genau. Das sind einfach ganz reale Hindernisse, wenn die Finanzierungsströme unter den verschiedenen Playern geteilt werden. Da gibt es endlose Beispiele dafür, dass die Art der Finanzierung letztlich ein Hindernis darstellt, die Patienten optimal zu behandeln. Aber deshalb frage ich Sie, was brauchen Sie? Was ist erforderlich? Weil wir müssen ja irgendwie mal eine Lösung finden. Was ist erforderlich, damit Sie als Krankenkasse sagen, wir sind bereit, Reha-Maßnahmen zu bezahlen? Ich meine, vor vielen Jahren haben die Krankenkassen auch keine Akupunktur bezahlt oder keine Osteopathen. Inzwischen ist das aufgenommen worden in die Liste. Was konkret muss erfüllt sein, damit Krankenkassen bereit sind zu sagen, wie es ja auch in Deutschland der Fall ist, die Techniker-Krankenkasse zum Beispiel übernimmt zum Teil die Kosten und hat jetzt auch schon die Barmer in Nordrhein-Westfalen mit einbezogen. Es gibt Modelle, wo das funktioniert. Was brauchen Sie? Ich glaube, es gibt ja auch hier Modelle, die funktionieren. Oder man hat das Frau Fischer gesehen. Vielleicht muss man sich auch da vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, weil zumindest haben wir die Kompetenz, das zu tun. Also das ist schon mal was Erstes, oder? Und ich glaube, es wäre der falsche Weg, jetzt danach zu rufen, dass es dann irgendwie eine Generalregel gibt, wo irgendwie einfach alles, wie alles in jedem Fall bezahlt wird. Ich glaube, das andere, was sehr dringend wäre, wäre ein Weitertreiben der ganzen Qualitätsindikatoren. Das wurde mehrmals gesagt, oder?
wirklich ein Verständnis dafür, was sind die relevanten Qualitätsindikatoren pro Bereich, sodass wir danach Verträge machen können. Was meinen Sie damit konkret? Ja, was heißt Qualität, Herr Colombo hat es gesagt. Wenn es zum Beispiel diese Kurven, die auch Herr Sutter gezeigt hat, oder? Lass uns den Standard definieren und lass uns definieren, was ist wirklich gut. Und wenn man sagt, der Standard ist 60% Leistungsfähigkeit definiert, da bin ich dann nicht der Experte, dann hätten wir einen Standard und sagen, okay, wenn wir mit dieser Therapie innerhalb der Zeit 80% bessere Standards erreichen können, dann könnten wir das in den Vergütungsmodellen abbilden. Sie brauchen Studien. Sie brauchen Studien, die belegen, dass das funktioniert. Es gibt, glaube ich, 289 Studien, die belegen, dass... Nein, überhaupt nicht. Sorry, aber jetzt haben Sie mir nicht zugehört. Ich brauche keine Studien, ich glaube den Experten. Mittlerweile Sie schon, die Studien, aber die Krankenkassen nicht, schriftliche Beweise brauchen, dass das funktioniert? Nein, das stimmt nicht. Ich brauche ein Commitment, das in den Verträgen abbildbar ist, ja. Wo ich sagen kann, okay, ich gehe mit Herrn Sutter einen Vertrag ein und sage, da sind Qualitätskriterien dahinter, an denen ich das dann messen kann. Und zwar nicht theoretisch in Studien, sondern bei Patient X und bei Patient Y. Und wenn X und Y erreicht ist, dann ist die Vergütung so. Und wenn das eben vielleicht nicht ist, dann ist die Vergütung nicht da. Kommen Sie da zusammen? Ja, ja. Also, ich würde schon sagen. Ja. Oh, absolut. Herr Kral möchte gerne etwas dazu sagen. Ich glaube, ich greife jetzt mal ein bisschen Partei für die Krankenkassen, wo man mir das nicht zutrauen würde. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns irgendwann diese moderne robotikassistierte, gerätgestützte Therapien nicht mehr leisten können. Ich bin der Meinung, das nicht zu tun, werden wir uns als Volkswirtschaft auf die Dauer nicht leisten können. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass Pflege, wir kennen nur Akutbehandlung und Pflege und Berentung. Und danach kommt nichts mehr. Was ich erfordere, ist ein Ausgleichstopf, in dem die Krankenkassen auch von den Rentenversicherern und von den Pflegekassen unterstützt werden. Mhm. Ich habe das mal im Rahmen eines Symposiums gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden der TK, Herrn Dr. Baas, geäußert. Er sagte, wenn du das sagst, ist das okay, ich komme dann nicht mehr lebend hier aus dem Saal. Ihre Frau wollte auch noch was dazu sagen zu dieser Thematik. Müssen Sie sich als Kostenträger ja vielleicht auch mal die Frage stellen, die Akut- und Frühmedizin, die ist so enorm, das haben Sie gerade selbst gesagt. Ja? Und das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass ich also immer mehr Pflegefälle produziere, weil die Menschen, die also früher auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben werden, die überleben heute. Und wenn Sie sich mal als Krankenkasse fragen, welche Patienten die teuersten Patienten sind, dann werden Sie feststellen, dass genau das die Beatmungspatienten sind, das sind die Wachkoma-Patienten und alle, die dazukommen. Und wenn ich einen Patienten also über Jahrzehnte, sage ich mal, beatme und niemals also eine Lungenfunktion oder die Brustatmungsmuskulatur und all das also wieder in Anspruch nehme, werden Sie diese Menschen niemals von dem losbekommen. Also muss doch nach dieser Akut- und Frühversorgung eine vernünftige Rehabilitation stattfinden. Und da die Idee in dem Bereich nicht von Therapeuten und zu den Therapeuten möchte ich noch sagen, wir brauchen ein interdisziplinäres Therapeutenteam und nicht nur Physiotherapeuten, weil also Sportwissenschaftler, Logopäden, Ergotherapeuten, die gehören alle dazu, weil der Mensch als Ganzes gesehen werden muss und nicht nur in Einzelteilen. Und wenn Sie da mal eine Hochrechnung machen, weil genau das ist nämlich das Thema, wo uns die Krankenkassen in Deutschland ansprechen, wie können wir diese Kosten senken? Und wenn dann noch dazu kommt, dass so ein Patient allein an Pflegekosten monatlich 36.000 Euro kostet. Und wenn man da mal ein bisschen über den Tellerrand schauen würde, ich glaube, dann kommt man ganz schnell dazu, dass diese Therapie sich in jedem Fall lohnt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Herr Dietz möchte auch noch was dazu sagen. Man hört immer, es geht um Geld. Und Sie haben gerade selbst gesagt, Sie brauchen praktisch ja, einen messbaren Wert, um sagen zu können, der Mensch wird so oder so damit geholfen. Ich glaube, grundsätzlich muss man mal sagen, jeder Mensch ist anders und ich glaube, dass es nicht messbar ist, inwiefern jeder Mensch von dem Lokomat profitiert. Nicht jeder profitiert gleich davon. Und die Frage, die sich stellt, wir haben in den Vorträgen auch gehört, dass wir uns immer weiterentwickelt haben und dass es grundsätzlich immer darum geht, dass wir den Mensch weiterbringen müssen.
wenn wir aber in der Krankenkasse immer sagen, wir müssen Werte haben, wie das der Standard ist. Der Mensch ist kein Standard, es gibt keinen Standard. Es gibt grundsätzlich, hat jeder Mensch einen Fehler oder einen Defekt oder wie man es auch nennen möchte. Kein Mensch ist gleich. Jeder Mensch hat in irgendeiner Form eine Krankheit. Also muss man doch auch mal davon ausgehen, dass man jeden Patienten und jeden Mensch einzeln sieht und nicht als Gesamtes. In der Klinik, in der ich war, 2004, waren zu der Zeit, das war eine BG-Unfallklinik, jeden Morgen 10 Krankenschwestern und Pfleger für 10 Zimmer, A3 Patienten. Heute sind dort noch 5 Pfleger und Schwestern für 15 Zimmer mit 4 Patienten drin. Also sprechen wir von der Massenabfertigung und nicht davon, den Patienten in der Grundstruktur zu helfen und ihn weiterzubringen. Und ich glaube, wir müssen als Kostenträger auch für Sie darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller ist, den Menschen als Einzelnes zu betrachten und zu versuchen, so bestmöglich nach vorne zu bringen, anstatt darüber zu denken, ob ich jetzt 3,50 Euro mehr oder weniger ausgebe. Unterm Strich wird es sicherlich günstiger werden, wenn man den Menschen als Einzelnes sieht und hilft. Ganz lieben Dank, Herr Dietz. Es ist die Gemeinschaft, die es tragen soll. Entweder alle Prämienzahler zusammen, es trägt sie ja nie die Krankenkasse, der Schmutz nicht. Es sind immer die Prämienzahler, das sind wir alle hier. Oder es sind Steuerzahler. Wir tragen alle diese Kosten, Krankenkassenprämien oder Sozialversicherungsabgaben. Es sind Lohnprozente, Kopfprämien oder Steuerfranken. Und da glaube ich, ist es in einem System, das derart verässelt ist, schwierig dann, ohne Standards auszukommen, ohne diese gesellschaftliche Verpflichtung auch über eine Gesamtbetrachtung letztlich zu ordnen. Das ist die Schwierigkeit, das individuelle Schicksal, das beschäftigt. Da kann man nur Ja sagen, gratulieren, hoffen und so weiter, an die Motivation glauben und an diese appellieren. Am Schluss ist es diese Gesellschaft, die das zahlen muss. Aber und wenn Sie mir ein Beispiel von dieser individuellen und gesellschaftlichen, systemischen Betrachtung gestatten, das war vor ein paar Jahren diese Grube in Chile. Da waren, glaube ich, 33 Kumpels waren da verschüttet. Jedermann wollte alles unternehmen, dass diese 33 Kumpel gerettet werden. Das kostete, glaube ich, in etwa 1 Million pro Kumpel. Dieses Unternehmen musste 30 Millionen investieren. Das war nicht zu viel. Denn man verlangte diese Rettung dieser 33 Bergleute. Hätte 2 Jahre vorher das Unternehmen entscheiden müssen, ob sie die Grube sanieren sollten und dafür einen Kostenvoranschlag von 25 Millionen Franken gehabt, hätte man überlegt, wie groß ist der Nutzen, wie viel ist das Risiko, man hätte abgewogen. Das sind dann eben diese Standards, die man da in anderen Bereichen kennt. Man kennt sie im Bereich des Straßenverkehrs, man kennt sie im Bereich der Lawinenverbauungen und so weiter. Aber man kennt sie bei der Sanierung von Bahnübergängen. Bei der Gesundheit wird es schon etwas schwieriger. Aber das gesellschaftliche System würde doch auf lange Sicht entlastet werden, weil doch einfach nicht so hohe Kosten über so einen langen Zeitraum entstehen. Die Schwierigkeit ist die Betrachtung des gesamten Systems. Natürlich, Rehabilitation statt Rente, da sagt sicher niemand Nein gegen Rehabilitation und zahlt lieber Rente über Lohnprozente oder irgendwelche andere Beiträge. Das ist völlig klar. Nur aber dieses, wir wollen ja heute dieses System zu verstehen, als Ganzes gegeneinander abzuwägen und die Einzelschicksale quasi über diesen Standard, den Sie nicht so gerne haben, zu schlagen, das ist die Schwierigkeit. Und in einem System wie der Schweiz, wo ich nur ein einfacher Gesundheitsdirektor eines einzigen von 26 Kantonen bin, ist es schwierig, was auf Bundesebene mit der AHV und IV finanziert wird, was eine andere Institution ist, die Unfallversicherungsanstalt, dann sind die 26 Kantone, etwas zahlt der Kanton, etwas zahlen die Gemeinden, etwas zahlen die Versicherer, etwas zahlt der Steuerzahler. Das macht es schwierig, oder? Das haben Sie gesagt. Schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Nein, es ist nicht unmöglich, überhaupt nicht. Ja, Herr Colombo. Ja, ich möchte nur sagen, ich meine, dass es schwierig ist, eben genau das verstehen wir ja auch. Und dass zum Beispiel eben dann, wenn es um Leben und Tod geht, dass dann plötzlich 1 Million investiert wird, wenn es dramatisch ist. Und dass da eben auch dann häufig auch Lobby wahrscheinlich eine Rolle spielt, weil es wurde die Onkologie angesprochen, oder? Wenn man mal schaut, wie viel Geld ausgegeben wird, um im Schnitt 1-2 Monate Lebensverlängerung zu machen, dann sind viele Millionen nicht zu viel, weil es offensichtlich dort eine bessere Lobby gibt, weil es vielleicht spektakulär ist. Aber wenn wir schauen, wie viele Jahre dem Herrn Kral gerettet wurden mit Ausgaben, die wahrscheinlich viel billiger sind als ein Krebsmedikament,
dann ist es wahrscheinlich eben auch vielleicht ein Teil des Lobbyings und der Awareness, die man schaffen muss. Und wie gesagt, unter dem Strich würde ich mal sagen, die 3 Monate Lebensverlängerung bei einem Krebspatienten, die kosten nur, abgesehen vom Leben natürlich dieses Patienten, das schon auch einen Wert hat, aber gesamtökonomisch gesehen gibt das keinen Mehrwert. Aber dass der Herr Kral wieder eine Klinik betreibt und der Herr Dietz an die Paralympics geht und Gold gewinnt, da bringt er wieder Geld ins System. Und dass es schwierig ist, da bin ich schon mit Ihnen einig. Aber heute geht es ja darum, eben auch zu versuchen, wie können wir, obwohl es schwierig ist, eine gute Lösung finden. Mhm. Wo ich auch mit Ihnen einig bin, vielleicht noch zu den Standards, bin ich sowohl mit dem Herrn Dietz einig, weil jedes Individuum ist eine Einzelperson, einverstanden, aber am Schluss kann man ja trotzdem im Durchschnitt schauen, können sich die Patienten verbessern. Aber da scheuen wir uns ja gar nicht davor, glaube ich. Das muss man auch den Herrn Zutter fragen. Aber ich glaube, dass die heutigen Outcomes schon viel besser sind als noch vor Jahren. Und dass man eben diese Kosten einsparen kann, das kann man zeigen. Und es geht ja jetzt nur darum zu zeigen, wie können wir gemeinsam eben dieses System durchbrechen. Dass es eben schwierig ist, weil verschiedene Kostenträger da sind, das sehen wir ja. Herr Zürcher möchte gerne noch was sagen. Ich sehe da ein Problem, das eigentlich bei gelähmten Personen die Meinung vertreten wurde lange Zeit und zum Teil heute noch an gewissen Orten, nach 2 Jahren sind die Möglichkeiten ausgeschöpft, fertig. Und weil diese Haltung an vielen Orten vorhanden ist, gibt es keine Untersuchungen, keine Studien, keine Ergebnisse, die zeigen, dass eben durch Maßnahmen, die man nach diesen 2 Jahren trifft, dass Verbesserungen möglich sind und dass diese langfristig schlussendlich zu Minderkosten führen. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Es geht ganz klar darum, wir müssen das Gesundheitswesen nicht überstrapazieren und mehr Kosten produzieren. Aber ich bin überzeugt davon, wenn man all diese Fälle einmal statistisch auswertet und die Daten erfasst, und das wird heute noch leider zu wenig gemacht oder gar nicht, dann hätte man Zugang zu Informationen, die eben auch kostenwirksam sind, um die Kosten zu reduzieren. Und es geht nicht nach meiner Meinung um die Effizienz an der Therapie an sich, sondern es geht darum, was sind die langfristigen Kosten, die anfallen für Langzeittherapien und Begleitung. Und es ist nicht die Politik, die diese 2-Jahres-Frist eingeführt hat. Nicht wir glauben. Waren die Mediziner, die daran glaubten, dass nach 2 Jahren, was nicht erreicht ist, nicht mehr erreicht werden kann. Wir haben jetzt gehört, dass auch diese Überzeugung geändert hat, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Ich glaube, das ist nötig, oder? Es gibt das Walk Again Project aus Brasilien, eine Studie, die zeigt, da wurden 8 Patienten 1 Jahr lang intensiv therapiert und zum Teil lagen die Vorfälle für die Lähmung 3 bis 13 Jahre zurück. Und trotzdem konnten die sich zum Teil wieder bewegen, obwohl es teilweise 13 Jahre zurücklag. Ich ziehe das nicht in Zweifel. Wir wollen versuchen, eine Lösung zu finden. Man muss Kompromisse machen und vielleicht werden wir heute noch nicht die Lösung auf den Tisch legen können. Aber vielleicht ist es möglich. Ich meine, die Schweizer sind so weit vorn, was technische Innovation generell angeht. Ihr Schweizer, ich beneide euch um so viel. Und sie könnten vielleicht sogar Vorreiter werden in der modernen Rehabilitation. Ich meine, Steve Jobs wurde auch ausgelacht, als er gesagt hat, ich baue euch ein Telefon ohne Tastatur. Alle haben ihn ausgelacht. Schaut, was heute passiert. Jeder zweite von uns hat ein iPhone. Und sie könnten vielleicht sogar Vertreter auch Vorreiter von Finanzierern. Sein. Wir sind Vertreter von Finanzierern. Wir arbeiten daran jetzt gemeinsam, wir sicher und Kanton Zürich. Fehlanreize aus dem System zu nehmen. Aber wie kann man zusammenkommen? Wie kann man eine Lösung gemeinsam finden? Ich glaube schon, was hier ganz wichtig ist in dem Kontext, ist, dass man trotz den Schwierigkeiten mit Standards die medizinische Sicht und die ökonomische Sicht aufeinander legt. Und da sind wir uns ja ehrlich gesagt nicht gewohnt. Also das ist ja eher, das steckt in den Kinderschuhen. Aber ich glaube schon, es braucht am Schluss einen Mix und gewisse Handlungsfreiheit, um dann eben zu entscheiden zu können, wer dann wirklich profitieren kann in einem Setting von 5 Jahren, von 6 Jahren. Ich glaube, da haben wir heute sehr viel gehört über Motivation. Das ist keine Beurteilung, die ein Krankenversicherer machen kann, der individuelle Arzt aber schon. Und ich glaube, da, wenn es gelingt, das so zusammenzubringen, dass man da wie einen gewissen
Deal machen kann, wo letztlich der Kostenträger ein bisschen über den Tellerrand, haben Sie vorhin gesagt, schaut, aber eben auch die ärztliche Seite sich mit den ökonomischen Geschichten auseinandersetzt, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Darum habe ich das gesagt. Ich sehe in vielen anderen Diskussionen, in anderen Fachgebieten, wo in der ärztlichen Sicht noch gesagt wird, ja gut, also Ökonomie ist nicht unsere Sache, wir versuchen einfach möglichst gut zu therapieren. Und da glaube ich schon, gibt es Möglichkeiten, die Geschichten zu machen. Ich glaube, einfach zu vielleicht etwas einfach korrigieren. Ich meine, wir haben ja in der Schweiz die Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben die Ressourcen. Es gibt sehr viele Player im Markt, die das anbieten. Es wird nach gewissen, vielleicht veralteten Regeln auch vergütet. Oder? Also das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass es flächendeckend nicht vergütet wird und die Krankenkasse nicht zahlt. Das ist bei uns also nicht so. Einfach um das mal klarzustellen. Aber ich glaube schon, die Frage ist ja, wie kann man eben auch solche Fälle, oder, wo nach 5, nach 6 Jahren noch wesentliche Fortschritte möglich sind, den Leuten zugutehalten, nicht aufgrund ihres Einkommens oder ihres Vermögens, genau, sondern eben in einem gerechten medizinischen Setting. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und wir haben ja da unten jetzt so ein Showroom. Und den hat ja Hokkoba nicht alleine gemacht, haben wir zusammen konzipiert. Und wir sind erstens überzeugt, dass das dem Patienten etwas nützt. Wir haben zweitens, sind wir überzeugt, dass es ökonomisch sinnvoll ist. Aber wie sollen wir jetzt konkret diesen Showroom, dieses Projekt zur Realität machen? Wie müssten wir jetzt mit den Kostenträgern vorgehen, damit wir hier einen Schritt weiterkommen? Ich glaube schon, der Showroom ist ja, glaube ich, eine sehr gute Übersicht der Möglichkeiten, wie die Leute hier, wovon die Leute profitieren können. Oder? Und ich glaube schon, man müsste halt einfach mal dazu auch ein ökonomisches Modell gemeinsam entwickeln. Ich glaube, die ärztliche Seite und die technische Seite, da können wir nichts beitragen. Aber ich glaube schon, dass es dann vielleicht ein bisschen mehr Fachinput braucht, als ich jetzt hier online schnell aus dem Hut zaubern kann, um eben zu schauen, wie könnte man ein ökonomisches Modell bauen im Rahmen des heute Möglichen. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir zusammen auch an den Rahmenbedingungen arbeiten, wo gewisse Fehlanreize, die heute im System vorhanden sind, der eine Topf zahlt da, der andere Topf zahlt da, diese Rahmenbedingungen zu versuchen, schrittweise zu bereinigen. Und da, glaube ich, muss man wie auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Aber wenn man da mal eine Arbeitsgruppe einsetzt, um mal das ökonomische Modell von so einem Realität dieses Showrooms auszuarbeiten, können wir uns mal zusammensetzen und schauen, wer da mit dabei sein soll, dass man sowas ausarbeitet. Super. Sie haben es jetzt gesagt, wir haben es alle gehört. Super. Wir können uns mal zusammensetzen und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Einfach mal anfangen zu reden. Wir setzen uns zusammen. Lassen Sie bitte nicht 1, 2, 3 Jahre vergehen, bis Sie sich zusammensetzen. Entwickeln Sie gemeinsam ein ökonomisches Konzept, sodass jeder am Ende sagt, okay, damit kann ich gut umgehen, damit kann ich leben. Frau Pfann, Sie als Sprecherin der Patientenorganisation, abschließend vielleicht Ihr Wunsch auch noch, wenn sich die Damen und Herren zusammensetzen werden. Was wünschen Sie sich auch für Ihre Patienten und die Angehörigen, die Sie betreuen von der Politik und von den Krankenkassen? Ich wünsche mir auch ganz stark, dass Qualität maßgebend ist. Was erreichen wir mit welcher Behandlung? Ich komme nochmal zurück auf das Beispiel Medikamente, die 2, 3 Monate das Leben, manchmal die Qualen verlängern und wir zahlen Unsummen. Und ich habe eine gute Freundin, die arbeitet bei der Krebsliga, die hat mir das bestätigt. Mhm. Im Vergleich, also dass wir wirklich schauen, was für eine Gesundheit wollen wir, wer bestimmt die Qualität? Die Betroffenen, denke ich, die müssen eine starke Stimme kriegen. Und es ist immer relativ, wir haben das gehört, jeder Mensch ist anders. Und trotzdem, also in der Weiterbildung machen wir auch Qualitätsmessungen und versuchen herauszufinden, generell, wohin geht die Tendenz? War das jetzt gut so oder müssen wir was verbessern? Mhm. Das ist möglich mit der Individualisierung auch. Letztlich haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen Patienten, die nicht mehr laufen können oder sich nur noch schwer bewegen können, die einen Unfall hatten oder einen Schlaganfall, ihnen so viel Selbstständigkeit und Unabhängigkeit wie möglich wieder zurückgeben. Das wollen alle. Es gibt finanzielle Hürden, die zu überwinden sind. Und es muss auch nicht heute oder morgen eine Lösung gefunden werden, aber es muss angefangen werden zu sprechen. Nichts ist unmöglich, gemeinsam ist man stark. Ihr Schweizer habt bewiesen, was ihr alles könnt, wo wir Deutschen da nur stehen und denken so, wow, Wahnsinn.
Sie können auch die moderne Rehabilitation revolutionieren. Dazu sind Sie, glaube ich, wirklich in der Lage. Und wer weiß, vielleicht schauen wir Deutschen uns dann irgendwann das von Ihnen ab. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wahrscheinlich sind noch einige Fragen offen geblieben, die Sie aber auch gleich, wenn wir unten noch beisammen sind, sicherlich auch noch stellen können. Herzlichen Dank, dass Sie heute alle hergekommen sind. Herzlichen Dank für Ihre Meinung und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Viel Erfolg, viel Gesundheit und ich wünsche uns allen, dass Sie zu Lösungen finden in den gemeinsamen Gesprächen. Sich nicht die Köpfe einhauen und dass am Ende wirklich alle glücklich sind. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Applaus